Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie heute zu unserem kleinen Videotutorial zur fachgerechten Installation eines Eneo Callisto Domes. Absolut entscheidend für die korrekte Installation ist die Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Wie Sie hier erkennen können, verfügt die Schraube über kein durchgängiges Gewinde. Bei der Verwendung von Schrauben mit durchgängigem Gewinde entsteht zwischen Kuppel und Aluminiumgehäuse ein haarfeiner Spalt, durch den Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen kann. Bei der Verwendung einer Schraube dieses Typs können wir die Dichtigkeit des Gehäuses nicht garantieren. Außerdem kommt es bei der fachgerechten Installation des Callisto-Domes darauf ein, dass der Sicherungsdraht nicht zwischen Kuppel und Gehäuse eingeklemmt wird. Um dies zu vermeiden, muss der Draht beim Schließen der Kuppel durch eine leichte Drehung der Hand gespannt werden. Ziehen Sie nun die Schrauben, zunächst drei oben leicht an, bevor Sie diese abschließend festziehen. Das Gehäuse ist nun fachgerecht montiert. Dank des schwarzen Dichtungsrings ist das Gehäuse nun vollständig isoliert und wasserdicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.